Erstmals seit 2019 findet sie wieder in gewohnter Form statt. Die Mobilfunkmesse in Barcelona. 2020 fiel sie pandemiebedingt komplett aus. 2021 war es vor allem eine virtuelle Schau. In diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit bis zu 60.000 Fachbesucherinnen und Journalisten aus 183 Ländern. Es fehlt Russland. Der Branchenverband GSMA verurteile die Invasion der Ukraine und halte sich an alle Sanktionen, so die Marketingchefin. Es gebe keinen russischen Pavillon. Die Mobilfunkbranche und alle Branchen, die gesamte Weltwirtschaft, werde von den Ereignissen getroffen werden. Die Mission der GSMA sei groß, weit und vereinend. Die Firmen richten das Augenmerk vor allem auf die Verzahnung ihrer Geräte. Marken wie Samsung, Huawei und Apple versuchen die BesucherInnen mit Handys, Tablets und Notebooks zu überzeugen, die miteinander verbunden sind. Nach den Pandemie-Einschränkungen sind die Hersteller froh, dass sie ihre Stände wieder aufbauen konnten. Es ist unglaublich motivierend, nach so langer Zeit wieder auf dem Kongress zu sein. Nach Corona, den schwierigen Zeiten der Vergangenheit und der Gegenwart, gibt es meiner Meinung nach einen großen Hunger nach Vernetzung, Wiederaufbau, danach die Zukunft zu gestalten. Technologien, Handel und Nachhaltigkeit verändern unsere Welt. Smart Flipphones, 5 und sogar 6G, vernetzte Roboter, smarte Büros. Es geht um Hyperkonnektivität und künstliche Intelligenz. Der Mobile World Congress erreicht im dritten Pandemiejahr noch nicht wieder die Besucherzahlen von 2019, aber die Euphorie ist groß, obwohl der Ukraine-Krieg auch hier zu spüren ist. Heute sind alle Augen auf Pavillon Nummer 5 gerichtet, wo noch bis zum vergangenen Donnerstag der offizielle russische Stand aufgebaut war. Die russischen Firmen auf der Messe haben den Namen ihres Landes und ihrer Marken abgedeckt.